Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Monster Hunter World. Ja, es ist Freitag, es ist wieder Livestream-Tag und wir sind. Naja. Wir sind es wert. Wert? Was? Nein, ich wollte jetzt nicht sagen. Leila, du lenkst mich ab. Ich war gerade mitten in der Begrüßung. Und wir sind wieder live. So. Wir sind wieder live. Es ist Freitag, wir sind live und wir machen heute einfach wieder die Hauptstory weiter. Nachdem ich ja verzweifelt versucht habe, die Kantine irgendwie aufzuwerten oder zu verbessern oder neue Zutaten dazu zu bekommen und alles, machen wir heute einfach wieder die Hauptaufgabe. Ich habe ja jetzt schon in den Kommentaren gelesen, dass das Würmei, was wir vorgestern so verzweifelt, beziehungsweise ich so verzweifelt gesucht habe, dass das im Bereich 16 ist. Und dass ich vor dem Nest schon stand und dann einfach umgedreht bin und, naja, wieder mein typischer Orientierungssinn à la Zorro. Aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Wie gesagt, das hier möchte ich jetzt so die Livestreams und so. Die Livestreams und sowas, das ist dann halt. Das ist, finde ich, ist schöner, wenn wir da die Story weitermachen. Das ist wie mit Digimon Story, da machen wir halt auch die Story weiter, weil es heißt ja auch Digimon Story, das ist irgendwie das Ding dabei, ne? Ich würde sagen, wir tigern schon mal zur Kantine und dann tigern wir. Wo wohne ich denn? Kantine da. Ach ja, weil ich heute ein bisschen schlecht spiele, ne, für diejenigen, die das jetzt ja gerade in der Begrüßung von YouTube-Livestream noch nicht mitbekommen haben. Ich bin derzeit noch ein bisschen erkältet, aber es geht mir schon wieder besser, dass wir nämlich wieder streamen können. Aber einfach, falls ich schlecht spiele, sterben sollte oder sonst irgendetwas, liegt es natürlich nur an der Krankheit. Ich möchte da nichts anderes hören, es ist einfach nur die Krankheit, die ich habe. Gut, wäre das auch geklärt. Wir machen mal einen neuen Quest bekannt. Unsere Aufgabe ist, was sollen wir denn machen überhaupt? Aufgeblasenes Problem, was sollen wir denn machen? Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an diese Monsterfratze denke. Ehrlich, du würdest ihm einen Gefallen tun. Uns auch. Erjage es und den Ingenieuren, um der Ingenieur bekommt, was er braucht. Was ist denn das? Paulumu? Was, Valkyra, warum bist du durch? Warum? Valkyra, das ist ungerecht. Nein, Valkyra, nein. Nein, nein, sehe ich nicht ein. Valkyra, du bist jetzt nicht durch. Valkyra, du löscht den Spielstand wieder. Nicht immer durch sein. Ihr dürft erst durch sein, wenn ich durch bin. Das ist gemein sonst. Und das war keine Ausrede, das war. Ja, nee, das war. Die Wahrheit oder so, ich weiß es nicht. So, erstmal wieder was essen, was Feines. Mit Geld bezahlen, weil als andere verstehe ich nicht. Oh, da fehlt uns aber was. Vorher war das mal besser gewesen. Haben wir noch irgendwas anderes, cooleres? Ach ja, und Fische fangen habe ich. Klingeling. Ich glaube, mein Essen ist fertig. Fische fangen habe ich jetzt auch was Interessantes. Interessantes erfahren. Und zwar, wir können nämlich einfach unser Fangnetz auswerfen und dann können wir nämlich Fische fangen. Angriff hoch, aber hier gibt es noch ein bisschen mehr. Gut, machen wir das hier. Nam, nam, nam. Pock. Sehr schön. Genau, ihr müsst euch Zeit lassen dabei. Das ist sonst echt ungerecht. Aber was mich mal wirklich interessieren würde, wie viele Kapitel gibt es denn überhaupt bei Digimon Stories? Was ich erstmal heute auch schon wieder gespielt habe. Ne? Ich habe heute zwischen die Stream-Aufnahmen gemacht, ne? Muss ich nochmal sagen. Einfach nur, um so ein bisschen hochzuhypen, ne? Und oh, da ist vielleicht was. Und oh, das ist passiert. Und oh, meine Güte, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Und oh, meine Güte. Und so weiter und so fort, ihr wisst ja. Wie viele Kapitel hat das eigentlich? Wir sind jetzt in Kapitel 5, aber mich würde interessieren, wie viele Kapitel es gibt. Ich brech mal auf. Soll ich wirklich schon. Wo ist die Sonne? Okay, der Mond geht langsam unter, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock, jetzt hier auf den Mond zu warten. Bin mir auch dumm und dämlich warten, ne? Ah, komm, wir. Ich finde das immer doof, dass wir in der Nacht aufbrechen. Finde ich irgendwie immer so ein bisschen so. Oh, immer jedes Mal gehen wir in der Nacht los.
18 Kapitel gibt es. Ja, okay, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns, weil ich bin im 5., das heißt noch 13. Hallo Scarfon. Habe ich das nicht schon gesagt? Ich bin verwirrt. Aber gut. Okay. Was? Schaffen wir es, die Forschungsbasis in die Luft zu jagen? Ich ziehe auch los und suche nach Material. Kümmer du dich um die Zeit um Paolo Ledumus. Er scheint die Eier in den Korallen zu fressen. Okay, das hilft mir eigentlich kein bisschen weiter. Aua. Aber wir haben jetzt schon alte Fußspuren gefunden. Alte Fußspuren sind meistens immer die Fußspuren, die wir brauchen. Wenn wir die gleich am Anfang finden. Apropos gleich am Anfang finden. Was wir unbedingt noch machen müssen, das muss ich nachher... Oh, das müssen wir nach... Nee, das müssen wir nachher machen. Nach der Aufgabe hier. Und zwar, das ist... Es gibt Katzenquests. Also Quests, wo du... Eine Katze. Wo du die Pilakos da... die Palikos da... Achso, du warst AFK. Naja, nicht ganz wieder gesund, aber aufnahmefähig. Sagen wir es mal so, aufnahmefähig. Aber noch nicht ganz wieder auf der Reihe. Nee, es gibt nämlich Paligo-Quests, womit wir neue Gadgets und sowas freischalten können. Und die sollen echt cool sein, was ich bis jetzt so in den Kommentaren gelesen habe. An der Stelle mal danke an Christian, dessen Nachnamen ich auf dem Ding vergessen habe, für die ganzen zahlreichen Tipps und sowas. Das ist echt hilfreich und finde ich echt schön. Freue mich darüber. Was ist denn das hier? Ja, ich sehe, dass Fußspuren sind. Flieg und Sieg, Leuchtkäfer. Und hallo Kevin. Was, arbeiten? Jetzt noch? Nachtschicht. Nachtschicht ist aber doof. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Nachtschicht sein wird tun. Wir haben also den Weg gefunden. Hatten wir nicht schon den Weg? Leuchtkäfer verwirrt mich nicht. Leuchtkäfer, ihr verwirrt mich. Kann das sein, dass ich da hätte rüber müssen? Ja, ich hab's verkackt. Okay, wir müssen da wieder... Hallo? Ich hätte da rüber müssen. Die Quest müssen wir nachher unbedingt machen. Oh, jetzt habe ich Bock, die Quest zu machen. Nee, jetzt machen wir erstmal das. Jetzt habe ich mich selber schon wieder voll hochgehypt. Aber wo hochgehypt? Freut ihr euch denn eigentlich schon auf Ni No Kuni 2? Kann ich da rüber? Warte, warte, warte. Hier. Oh, da war da. Alter. Was? Plünderklinge? Plünderklinge? Wie? Was? Wo? Wie? Was? Wo? Wie? Nein, nicht die Schnallbeeren mitnehmen. Alte Federn. Hallo, Freunde. Ich gehe hier nur mal durch, ne? Oh, jetzt kommt das aber. Wir werden angegriffen. Was zur Hölle ist das denn? Oh nein. Eine fette Kugel greift uns an. Was zur Hölle? Wer hat sich den denn ausgedacht? Oh, jetzt sieht er... Oh, jetzt sieht er süß aus. Gerade eben sah er nicht mehr süß aus. Ihr wisst schon, dass ich keine Ahnung mehr von dem Spiel habe, ne? Aua, okay, er nutzt... Nee, wir nutzen Feuer, ne? Warum habe ich keine Muni? Ich habe mir doch extra die Muni gemacht. Das Stil mit dem Feuer. Finde ich ganz nice. Auf die Füße. Immer... Nein, nicht immer auf die Füße. Eigentlich immer auf den Arsch geht auch, ja. Auf dem Arsch können wir ihn auch hauen. Ja, er macht irgendwas Aufgeblasenes. Was plant er? Das Digimon verwirrt mich aufs Übel. Das Digimon. Das Digimon verwirrt mich.
Autsch. Schön, dass ich gesagt habe, das Digimon verwirrt mich. Das verwirrt mich nur noch mehr. Krieg ich? Dankeschön. So, komm mal runter von deinem hohen... Ey, furz mich näher an. Okay, das Digimon furzt uns an. Okay. Was kann man gegen... Warum? Schon wieder Digimon. Ey, das Monster furzt uns... Nein, Fresse, das ist ja... So, da haben wir mal ein bisschen Damage auf ihn gezimmert. Ist gut. Kommst du mal irgendwie runter oder so? Das wäre echt süß. Vielleicht mag es auch einfach nicht Digimon genannt werden. Jetzt fliegt mal hier nicht. Alter, mit seinem fetten Arsch. Aua, das tat sogar weh. Das tat sogar weh mit seinem fetten Arsch. Und wir sind... Alter! Okay, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Jetzt müssen wir mal ganz kurz AFK gehen hier. Ich trink mal was, ne? Ist ja entspannter. Jetzt hab doch keine Angst vor diesem fliegenden Wollknäuel. Oh, voll das Mädchen, ey. So, ich trink nochmal was. Ist immer entspannt, was zu trinken. Ah. Kann er mal wieder runterkommen? Jetzt, der haut ab. Der kommt nicht mehr wieder. So, ich habe gelernt, ich soll, wenn die wegfliegen, mir einmal hier... Oh, hier Blitzkapseln. Lade nach. So, endlich. Ich soll einmal das hier machen. So, geh mal wieder aus der Hocke raus. So, wo ist denn... Hallo? Könntet ihr mir bitte sagen, wo es lang geht? Hier lang? Hä? Der ist doch in die andere Richtung geflogen. Aber man muss sagen, dass das Ding ist irgendwie ein bisschen niedlich, auch wenn es ziemlich fett ist. Also es ist ja eigentlich nur plüschig. Ja, es ist halt einfach nur viel mehr zum Liebhaben. Deswegen. Da ist er. Die Plunse. Es plunzt uns. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Was macht das da unten? Können wir jetzt eigentlich von hier oben und dann voll ihn auf den Kopf springen? Bist du wieder hochgeflogen, du blöde Sau? Verarscht? Kannst du mal aufhören? Danke. Okay, unsere Waffe ist echt viel... Oh, endlich! Wir können... Was zur Hölle? Was macht denn noch ein Tizi hier? Warum ist denn noch ein Tizi hier, du? Wo kommt der denn her? Ich komme. Alter, der fliegt weg. Hallo. Kommst du? Würdest du bitte? Kannst du bitte? Okay, danke. Warte. Da ist er. Da ist er und macht sich einen schönen. Ne? Der Stricher. Guck mal hier. Ich habe ihn doch jetzt eigentlich geblendet. Okay, ich habe ihn nicht geblendet. Super. Nice. Jetzt haben wir ihn geblendet. Der sieht nichts mehr. Der ist blind wie ein Fisch. Aua. Sind Fische eigentlich blind? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich können die doch auch was sehen. Eigentlich können Fische doch auch was sehen. Warum sagt man eigentlich immer blind wie ein Fisch? Das ist echt ungerecht gegenüber den Fischen. Wir treffen nicht gerade seinen Schädel. Aber egal, wir haben ihn. Machen ihn platt. So. Jetzt zimmern wir ihn wieder immer schön aufgedüllt. Kann das sein, dass er hier irgendwie festhängt oder so? Ich glaube, er ist zu fett für die Welt hier, oder? Das ist gut. Zu fett für die Welt ist immer angenehm. Ey! Schädel ist schon ein bisschen matschig, oder? Ich meine, jetzt ist es wenigstens ausgeglichen von der Schädelmatschigkeit her. Oh, er will schon wieder wegfliegen. Ah, Vorsicht! Er macht ein Kame-Kame-Wind. Hey, blas woanders, Alter. Lass uns erstmal ein Date haben, bevor du hier rumbläst. Flittchen. Was sind du jetzt? Warte mal, hier. Ne.
Das ist ganz nice, wenn wir hier kämpfen, ne? Muss ich ja mal sagen. Weil er blind ist dann. Ey. Und außerdem stoppt er immer in dem Ding da drinne rein. Komm hierher. Komm, Butter, 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 Butter. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Gebe ich zu. Haben wir ihn jetzt erwischt oder was? Hoppla. Aber gut, uns geht es eigentlich einigermaßen ganz gut. Der ist bis jetzt nicht so schwer. Hey, hier geblieben. Alter, nicht weglaufen. Mach dich platt. Ich hab einen Hammer. Hey. Solange er nicht wieder seinen Stampfi-Attacke von oben macht, ne, ist das eigentlich bis jetzt recht entspannt. Ständig habe ich Schiss. Was ist denn los mit mir? So, den nehme ich gleich mal mit. Oh, nee, er fliegt schon wieder. Oh, und ich habe ständig Angst vor denen. Warum? Klar, er ist ein bisschen... Was ist denn los mit uns? Da müssen wir aufpassen. Weil der ist so dick, der kann uns echt wehtun. So, aufpassen, er macht wieder seine Stampi-Attacke. Jetzt schreit er uns an. Und jetzt haut er ab. Okay, das heißt, Waffe schleifen. Tschüss. Weg. Aber schön, wie gerade er hochfliegen kann. Was? Warum tut dir das Tierchen leid? Klar. Das Tierchen muss dir nicht leid tun. Stell dir, es ist halt einfach ein böses Tierchen. Schade. Uah, es ist fett. Alter, ey. Das tut am meisten weh, wenn das Ding fett ist. Alter, was hat er? Hat es gerade nach uns gespuckt? Eklig. Ekelhaftes Schwein. Attacke! Hallo! Ich finde die Technik lustig, ja. Ich finde sie sehr lustig. So, es kann gerne mal wieder von seiner Plüsch-Ding da runterkommen. Ich mag das. Womit fährt Kira da eigentlich immer rum? Gibt's doch gar nicht. Hey, jetzt haben wir ihn. Jetzt. Jetzt ist er von seinem Ding da wieder runtergekommen. So, erstmal wieder schön auf den Kopf hauen. Hey, nimm deinen Schwanz aus meinem Gesicht. Geht gar nicht. Oh, du hast ein paar Teile verloren. Kann ich mir die mal sammeln? Ich will sie mal ganz kurz sammeln. Oh, ein Schleuderdorn. Dankeschön. Einmal ganz kurz. Ein Schleuderdorn. Dankeschön. Pieks. Pieks. Voll süß. Ja! Oh nee, warte. Der ist noch gar nicht tot. Stirb! Stech dich ab, du Schwein. Ich stech dich ab, ey. Alter, wir stechen ihn ab. Sehr schön. Wir haben ihn wehgetan. Diesmal habe ich mich wirklich mal festhalten können, ne? Das war auch schon ein bisschen ein Highlight. Jetzt haut er ab. Ey, wehe, du haust ab. Ich sag dir das. Hier geblieben. Alter, haut ab. Okay, wir schleifen unsere Waffe. Wo ist es? Warte, es ist in diese Richtung. Ah, da können wir hoch. Okay. Wohnt es da hinten etwa? Oh Mann, ist das hoch. Ich glaube, das wohnt hier irgendwo. Ich meine, er wohnt schon mal sehr hoch. Also es scheint ziemlich Geld zu haben, der Typ. Ist doch nur ein Monster, aber scheint ziemlich Kohle zu besitzen. Finde ich nicht gut. Da ist er. Aufstehen. Frühjahrsputz.
Darf ich dir auf den Kopf hauen? Das wäre sehr nett. Danke. Hey, nicht ausweichen dabei. Das ist doof. Nimm es doch mal hin wie ein Mann. Bist du überhaupt männlich? Ich sehe keine dicken Hoden. Also, ich weiß nicht, ob du männlich bist. Wenn wir das daran jetzt mal einfach mal anmachen wollen hier. Aber dann heißt das ja, dass wir Frauen schlagen. Naja, der Weltfrauentag war gestern, also wir dürfen jetzt auch wieder Frauen verprügeln. Es war halt nur gestern, wo wir keine Frauen verprügeln durften. Oh nee, jetzt geht er schon wieder in seinen Flugmodus. Hierfür hätte ich echt gern die Schusswaffe, Alter. Und einfach mal schön ins Gesicht zimmern jetzt. Haut er ab? Der haut ab. Gibt's doch gar nicht. Der kommt wieder. Der haut ab. Der kommt wieder. Der verwirrt mich. Was macht das? Was? Ich komme da nicht hin. Das ist außerhalb der Karte, Junge. Arschloch, Alter. Kleiner Stricher, ey. Oh, der ist schon tot. Jetzt schnell zurück zur Forschungsbasis. Ich bin am Verhungern. Sehr gut. Wir haben ihn wunderbar erlegt. Ich muss sagen, trotz dass ich krank bin, bin ich weiterhin ein Profi. Das ist unfassbar. Wer hätte das gedacht?